Eben jedem Thilo Sarrazin nicht wahnsinnig dankbar dafür sein, dass er etwas ausgesprochen hat, was vielen Menschen unter den Nägeln brennt, was gegebenenfalls auch ausführlich besprochen wird, aber was die Politik einfach nicht in die Hand nimmt oder als eine Art Vakuum auf dem Platz liegen lässt? Das mit der Dankbarkeit, das ist so eine Sache. Aber ich glaube, dass hinter all dem, was Sigmar Gabriel jetzt so als merkwürdige Eruption eben heute hier, morgen da beschreibt, ich fürchte, die haben doch alle eine gemeinsame Wurzel, an die wir uns notorisch in diesem Land nicht rantrauen. Und das ist die Wurzel zu sagen, wir haben hier keine ernsthafte Selbstverständigungsdebatte darüber, wer wir als dieses Land sein wollen. Also ich erinnere daran, vor 10 Jahren hat Friedrich Merz den Begriff der Leitkultur in die Debatte geworfen, den er im Übrigen von Bassam Tibi übernommen hat. Es gab einen riesigen Aufschrei. Einige sagten, na ja, aber da hatten wir doch eine Debatte rüber. Meiner Wahrnehmung nach hatten wir eine enorme Aufregung, aber wir hatten keine Debatte darüber. Das Problem ist doch, dass, also wenn dieses Land ein Mensch oder eine Person wäre, würde man sagen, hat wahrscheinlich eine gewaltige Ich-Schwäche. Und wie verhalten sich Menschen oder in dem Fall würde ich auch sagen Länder, Gesellschaften, die eine solche Ich-Schwäche hatten? Die hat Deutschland übrigens nicht erst, seitdem es Bundesrepublik ist, sondern das geht quer durch die deutsche Geschichte. Wir haben einmal grausamste Erfahrungen damit gemacht, wenn diese Ich-Schwäche dazu führt, dass alles, was fremdartig ist und nicht in den Kram passt, ausgerottet werden soll. In der Bundesrepublik machen wir eher die komplett gegenteilige Erfahrung, dass jetzt alles wahllos umarmt wird. Also bloß keinen mehr brüskieren, bloß keinen vor den Kopf stoßen, nett zu allen sein, dann werden wir endlich irgendwie geliebt. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Schmerzpunkt, der in dieser Gesellschaft drunter geht. Und vor dieser Debatte, also ich kriege es ja sozusagen als Schriftstellerin und Moderatorin einer Büchersendung auch mit, es sind sehr, sehr wenige Bücher in diesem Land erschienen, wo ernsthaft eine solche Selbstverständigungsdebatte, wer wir sein wollen, wo die tatsächlich in einer seriösen Weise ausgetragen wird. Nun will die SPD ja ausgerechnet zu Thilo Sarrazin nicht richtig nett und lieb sein. Der wird ja gerade nicht umarmt, sondern der plant die Partei ein Ausschlussverfahren. Wie passt das in Ihr Harmonistan, wie Sie es nennen? Naja, weil das ist ja einer, der dafür sorgt, dass es weniger harmonisch zugeht im Land. Also das sind die einzigen, die nicht mitspielen dürfen, die man nicht sofort umarmt und in die Mitte nimmt, sondern denen man sagt, ihr bitte nicht in dem Ton und bitte nicht so laut und bitte nicht so provokant. Also zum Beispiel, Sie hatten, glaube ich, im Spiegel, in dem großen Artikel, der diese Woche war, stand der Satz, Thilo Sarrazin spaltet das Land. Ich glaube nicht, dass jemand wie Thilo Sarrazin das Land spaltet. Ich glaube, dass er Dinge benennt. Das sind objektive Verwerfungen und Spannungen, die in diesem Land existieren und für die wir keine angemessene Form bislang gefunden haben, mit ihnen umzugehen. Oberhalb einer Ressentimentschwelle, wo eben was gärt, was wir jetzt gerade erleben, aber nicht wissen, und das ist sicher eine ganz schwierige Aufgabe, wie man solche Diskussionen im Griff behält, dass es nicht eskaliert in Populismus, in platteste Ressentiments, die dann laut und hässlich werden. Aber das ist doch die Herausforderung, die wir alle als Politiker und als Publizisten, Schriftsteller haben. Ja. Ich würde gerne doch noch einen kleinen Moment bei der Leitkulturfrage bleiben. Ja. Weil ich glaube, da macht sich Sigmar Gabriel ein bisschen zu einfach damit, indem er jetzt elegant erklärt, unsere Leitkultur sind die ersten 20 Paragraphen des Grundgesetzes. Das ist ganz sicher richtig. Die sind ein Bestandteil einer Leitkultur. Nur bleiben die, glaube ich, die sind doch das Ergebnis einer bestimmten westlichen, um nicht zu sagen abendländischen Geschichte, die ein langer, schmerzhafter Prozess war, in dem sowas wie Trennung von Staat und Kirche, Anerkennen des Individuums vor dem Kollektiv, das wurde Geschlechtergleichheit, das wurde alles sehr, sehr mühsam errungen. Das ist aber ein Ergebnis eines Prozesses. Und wir erleben doch jetzt offensichtlich seit vielen Jahren, wo wir mit multikulturellen Gesellschaften zu tun haben, dass es offensichtlich nicht reicht, den umgekehrten Prozess machen zu wollen. Zu sagen, ihr kommt aus einer völlig anderen Kultur, ihr habt eine völlig andere Geschichte, in der diese Kämpfe in dieser Form nicht ausgekämpft wurden. Wir setzen euch jetzt, wir drücken euch das Grundgesetz in die Hand und sagt, da haltet ihr euch jetzt bitte dran. Der Vorgang ist ja erstmal völlig richtig. Wir erleben doch nur, dass er nicht funktioniert. Ich glaube, dass dieses Grundgesetz eine leidig abstrakte, das bleibt Papier. Wenn das nicht mit einem reicheren Kulturbegriff, wo es natürlich heikel wird, wo wir natürlich dann die Fragen haben,
Bratwurst essen gehört wahrscheinlich nicht dazu. Aber zum Beispiel sich für deutsche Geschichte, für europäische Geschichte zu interessieren. Mhm. Sich für tatsächlich diese Kunst zu interessieren. Das gehört alles dazu. Und das erleben wir doch, dass das vor die Hunde geht. Sekunde, deshalb, ich glaube, Sekunde. Sie machen sich so einfach, wenn Sie sagen, natürlich, das ist aber der Minimalkonsens. Aber da muss man Ihnen wenigstens widersprechen dürfen. Ich finde nicht, dass es die Voraussetzung dafür ist, dass man sich für europäische oder deutsche Kunst oder Kultur interessiert. Ich finde, dass man kulturell tolerant sein muss und dass man sozusagen ein Verständnis dafür haben muss, in welcher Kultur man hier lebt. Aber mit Verlaub, das, was Sie hier gerade fordern, das wird von ganz vielen Deutschen nicht erbracht. Ich glaube übrigens auch, dass ein Problem der Debatte ist, dass wir so tun, als gäbe es nur muslimische Parallelgesellschaften. Aber das habe ich nie getan, Herr Gabriel. Nein, ich werfe Ihnen das nicht vor. Ich sage Ihnen nur, Ihre Erweiterung über das hinaus, auf was wir uns in der Verfassung dieses Landes verständigt haben, die halte ich für problematisch. Okay. Die halte ich für problematisch. Und übrigens, ich nehme für mich in Anspruch und für viele in der Politik, wenn nicht für alle, dass sie für diese Leitkultur der ersten 20 Artikel unserer Verfassung, Sie können sie übrigens auch übersetzen in die 10 Gebote, so ganz viel Unterschied ist da nicht, dass sie dafür eintreten, täglich streiten. Punkt. Und ich lasse mir ungern vorwerfen, dass wir das nicht machen würden. Macht weiter, Ihnen hält es kaum noch auf dem Sessel. Ja, weil ich sage, natürlich ist es doch offensichtlich, dass wir heute eine bessere Integration von mehr Leuten haben als vor 10 oder 15 Jahren. Es gibt natürlich Fortschritte. Eine große Zahl, eine überwiegende Zahl, selbst der Türken, kann heute mehr Deutsch als früher. Mhm. Aber wir haben natürlich einen bestimmten Bereich, und der ist bei allen Ausländern nach Thomas de Maizière zwischen 10 und 15%, und bei bestimmten Türken sicher noch mehr als die 15%, die sich nicht integrieren wollen. Und da ist das große Problem, wenn Nationalismus, wenn im Islam ein Überlegenheitsgefühl gegenüber den Christen, im fundamentalistischen Islam ist das so, und das mit Bildungsdefiziten zusammenkommt, dann haben wir die Probleme, dass eben wir mit den jungen Menschen erhebliche Schwierigkeiten haben, und die sind in überproportionaler Weise dann diejenigen, die Sozialleistungen beziehen. Und das ärgert Leute. Mhm. Und da meine ich, da brauchen wir auch die Debatte, wie können wir das besser fördern. Aber wir brauchen auch die Möglichkeiten, was machen wir zu fordern, welche Sanktionen. Und da ist es gut, da ist eine Debatte notwendig. Mhm. Denn wir haben nicht die Möglichkeiten, einen Menschen, der dafür wirbt, dass die Scharia mehr wert ist als das Grundgesetz, den aus der Landes zu bringen. Wir können Gott sei Dank, dass der Fortschritt, wenn jemand neu reinkommt, jetzt als dauerhafter Familiennachzug, 40 Stunden muss er Deutschunterricht gehabt haben, 40 Stunden, dann kann er reinkommen. Aber schon wenn die Integrationskurse abgebrochen werden, haben wir keine Sanktionsmöglichkeit mehr. Im Grunde gibt es apropos ja auch ein historisches Beispiel, möchte man fast sagen, was passiert, wenn man Sorgen, Ängste der Bevölkerung ignoriert. Das Beispiel heißt Hamburg. Da ist eine Schill-Partei gewählt worden mit 19% im ersten Anlauf, weil die Sicherheitsbefürchtungen der Menschen dieser Stadt nicht ernst genommen wurden. Warum orientiert man sich eigentlich nicht an diesem Beispiel? Ich glaube, dass die Politik vor solchen Phänomenen keine allzu große Sorge hat, weil immer da, wo solche Protestbewegungen dann tatsächlich in die Politik gehen, kann man sich auch darauf verlassen, dass sie sich innerhalb von 1, 2 oder 3 Jahren wieder zerlegt, weil in dem Moment, wo sie Teil des politischen Betriebes werden, brechen solche Bewegungen auseinander. Aber um noch einmal zum Phänomen Sarrazin zu kommen. Die Frage hatte genau diesen Anschluss. Wie groß ist die Gefahr, dass es eine, wenn man so will, neue Bewegung gibt oder eine Partei? Wie groß ist die Gefahr? Hat, glaube ich, eine Menge damit zu tun, wie groß eigentlich das Misstrauen. Einem Pavlovschen Reflex sprach, und damit sind wir noch mal bei Thea Dorn und fragen uns, was an dieser These dran ist, dass es eben mittlerweile eine Politikerkaste gibt, wie er formuliert, die jenseits jeder Beziehung zur Realität eben mit Pavlovschen Reflexen reagiert. Na, ich glaube, das größte Problem ist, dass wir doch ständig konfrontiert sind mit Reden, die eine ähnliche Struktur haben. Also erstmal wird erklärt, es gäbe ein großes Problem. Und dann wird aber sofort erklärt, man sei auf einem guten Weg. Und ich erlebe es an mir selber, dass wenn diese politische Rhetorik losgeht, ich kann schon nicht mehr zuhören. Man erlebt ganz, ganz selten, dass man den Eindruck hat, das ist mehr als diese bloße Rhetorik zu signalisieren, alles wird schon irgendwie gut. Mhm.
Und wenn der Preis dafür ist, dass wir Staatsverschuldung weiter hochtreiben, damit wir halt ein bisschen Transfergewurschtel machen können, damit irgendwie Ruhe im Sandkasten herrscht, das ist mein Eindruck, wie mit Problemen, die scharf sind und die wahrscheinlich schärfer werden in den nächsten Jahren, noch umgegangen wird. Gut. Und das geht quer durch die Parteien. Dann finde? Das finde ich bedrohlich zu erleben, ja, dass es Politiker gibt, denen offensichtlich im Augenblick sowohl die rhetorischen als auch die Handlungsmöglichkeiten fehlen, zu sagen, wir gehen näher an der Wirklichkeit, wir verschanzen uns nicht länger hinter diesem eingeschliffenen Spiel, ja, sondern wir versuchen tatsächlich näher an den Realitäten zu kommen. Gut, das finde ich nochmal eine schlaue Frage an die beiden Politiker. Die Menschen haben sicherlich zu Recht Zukunftsängste. Die Menschen fürchten um den Wohlstand. Die Menschen fürchten um ihre Sicherheit. Was tut man als Politiker? Versucht man, die Menschen zu beruhigen? Oder versucht man, ihnen so reinen Wein einzuschenken, dass man auch den, wie soll man sagen, den schwindenden Wohlstand mitverkündet? Also ich halte es für auf die Dauer die einzige Möglichkeit, mit den Menschen ehrlich zu reden. Mhm. Völlig offen, ehrlich Probleme anzusprechen. Allerdings erwartet man vom Politiker nicht nur schöne Worte, sondern auch Taten, dass man Probleme löst. Und da sind im Moment viele Menschen frustriert, weil sie sehen, man hat viel Geld ausgegeben. Sarrazin liefert dafür die Statistiken. Man hat auch gewisse Erfolge, aber der Durchbruch, der große Durchbruch, sodass die Menschen sagen, das Problem ist gelöst, ist es nicht. Darüber müssen wir uns noch unterhalten. Und deswegen ist es gut, Probleme offen anzureden, aber danach müssen wir zu Lösungen kommen. Und da sehe ich im Moment noch viele, viele Fragen offen. Ehrlich gesagt sogar mehr Fragen offen, als gelöst sind. Wie rein darf der Wein sein, den man den Menschen einschenkt? Sehr. Mhm. Sehr. Weil ich halte diesen Entfremdungsprozess für gefährlich. Ich glaube, dass den Menschen sehr viel mehr zuzumuten ist, als ihnen derzeit zugemutet wird. Und ich glaube, dass die Politik sich auf eine ungute Art und Weise eingemauert hat in dem Gefühl, dass man, ich will nicht sagen, nicht ehrlich sein darf, aber sagen wir mal, mit der Ehrlichkeit nicht übertreiben solle. Ich halte das für falsch. Der Begriff Harmonistan ist schon gefallen. Was glauben Sie, wie harmonisch muss das sein, das politische Angebot, das Sie machen? Überhaupt nicht. Ich glaube, das Ganze wird nur funktionieren, wenn wir auch bereit sind, in den offenen Fragen auch polarisierend zu diskutieren, damit die Menschen wissen, welche Alternativen es gibt. Das Dümmste, was Politik lange Zeit gemacht hat, ist so zu tun, als gäbe es keine Alternativen. Als müsste man immer sozusagen in eine Richtung gehen und dann haben die den Eindruck, ja, das ist irgendwie eine Kaste, eine Klasse und die haben sowieso keine Ahnung, wie es wirklich im Leben aussieht. Und das Zweite ist, was mich persönlich an der Politik der letzten Jahre und Jahrzehnte auch in meiner eigenen Partei am meisten gestört hat, ist, dass so getan wurde, als sei das Leben, das wir so in Berlin zwischen Politikern, Medienschaffenden und Wirtschaftslobbyisten, als sei das das eigentliche Leben und missachtet haben. Deswegen finde ich eine Formulierung, wir können denen noch mehr zumuten, für einen Teil der Bevölkerung wirklich problematisch, missachtet haben, dass viele Leute in Deutschland hart arbeiten gehen und trotzdem im Leben nicht zurechtkommen. Und wir ihnen ständig erklärt haben, was sie noch an Zumutungen in Kauf nehmen müssen, ohne ihnen die Chance zu geben, dass sie auch irgendwo mal ein sicheres Leben führen können. Also die Behauptung, wir hätten den Menschen nichts zugemutet, diese Auffassung kann man nur vertreten, wenn man einer bestimmten Einkommensgruppe angehört, zu der wir als Politiker aber auch angehören. Aber viele andere Menschen gehen, 1,3 Millionen Menschen gehen arbeiten und können hinter ihre Miete nicht bezahlen, müssen zum Sozialamt. Und ich finde, denen geht es nicht darum, mehr zuzumuten, sondern deren Lebensrealität ernst und wahrzunehmen und nicht zu tun, als spielte das alles keine Rolle, wie hart das Leben für viele Leute in Deutschland kritisiert ist. Und deshalb kritisiert die SPD mittlerweile auch ihre eigenen Beschlüsse, nämlich die der Zeitarbeit. Und dazu haben wir heute schon gesprochen. Wir hätten keine 23% gekriegt, wenn wir alles richtig gemacht hätten. So. Herr Gabriel, ich habe keinen Vorschlag gemacht, die Steuern zu erhöhen. Ich habe auch nicht gesagt, dafür plädiert den Menschen, dass man ihnen mehr Offenheit zumuten kann. Ich habe das Wort Steuererhöhung in den Mund genommen. Und an dieser Stelle hebt die Moderatorin den Finger und dankt sehr herzlich für eine Debatte, weil wir sie hier beenden müssen. Ihnen gerne sagen können, dass Thea Dorn, die Dame rechts außen, nur geografisch, noch für all Ihre Fragen im Internet zur Verfügung steht, die Sie sicherlich haben, und zwar zahlreich. Und wir uns
uns aus dieser Sendung natürlich überhaupt nicht verabschieden können, wenn wir Ihnen nicht noch unseren kleinen Lieblingsdeutschen zeigen würden. Gucken Sie mal, das ist er. Ganz herzlichen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Donnerstag. Ciao. Meine Mama ist Russe, mein Papa ist Türke und ich bin Deutscher.